Es ist wieder Gadget-Zeit und Bluetooth und Lautsprecher machen Spaß, aber wie wär's mit Kopfhörern, die ausschauen wie eine Mütze und ja, uns auch noch warm halten. Arkos hat dir die Music Beanie schon im Sommer vorgestellt, jetzt gibt's das in, ich glaube, 4 Farben zu kaufen. Blau, Weiß, so ein Schwarz und vielleicht mal eine andere Farbe, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ist zu 50% aus Acryl und zu 50% aus Polyester. Klingt sich so umweltbewusst, aber dafür kostet es auch nur um die 30 bis 40 Euro. Ich werde jetzt das Schwarze auspacken, auch wenn das Weiße, glaube ich, auch ganz gut ausschauen würde auf meinem Kopf. Aber genau, das Schwarze nehme ich jetzt mir mal hier vor. Übrigens, davon könnt ihr auch 2 gewinnen auf techlife.de. Schaut einfach mal da rein, was wir euch da anbieten. Also 6 Stunden Laufzeit hier nach nur 90 Minuten Laden, das ist eigentlich völlig okay. Und ihr habt sogar ein Mikrofon eingebaut, also wenn ihr gerade Musik hört und ihr mit dem Smartphone verbunden seid, müsst ihr nicht irgendwie das Smartphone wieder schnell rausholen, Handschuhe ausziehen und so weiter beim Skifahren, sondern ihr könnt dann einfach hier auch den Knopf drücken und annehmen. Ich sage jetzt nicht, dass es die beste Qualität ist, aber ich bin überzeugt, dass es bequemer ist, zum Beispiel damit am Ohr zu schlafen oder so, wenn ihr irgendwo in der Kälte unterwegs seid oder mal einlegt, als wenn ihr einfach eure On-Ears oder In-Ears anhabt, die dann noch viel, viel, viel stärker drücken. Das ist kompatibel mit jedem Smartphone ab Bluetooth 3.0. Heißt, ich kenne gar keine älteren Smartphones mehr, die gar kein Bluetooth sind. Entweder können die Geräte kein Bluetooth mehr oder 3er ist wirklich schon alt. Mittlerweile gibt es ja schon 4 ab Android 4.3 und ab dem iPhone 4S zum Beispiel, aber auch schon das iPhone 4 sollte dann hiermit kompatibel sein. Also, wir haben hier einmal eine kurze Anleitung. Hier oben drin und dann hier unten nochmal, wo ihr anrufen könnt, falls ihr technische Probleme habt oder ein Garantiebuch. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt allerdings. Wir haben ein Micro-USB-Kabel mit dabei, damit ihr es aufladen könnt, am Computer anschließen, externen Akku hernehmen oder sonstiges. Der Akku drin hat, glaube ich, übrigens um die 120, 150 mA, also ist echt winzig sozusagen, deswegen hält das Ganze auch nur 6 Stunden. Die gute Nachricht hierbei ist, wenn ihr einen externen Akku von 1000 mA habt, die auch echt klein sind, könnt ihr das Ding 4-5 Mal aufladen. So schaut das Ganze aus. Schaut aus wie von der Oma gestrickt. Oder wenn ihr auch Lust hattet, dann schaut es so aus. Und genau hier, wo die Bedienung ist, ist ein Lautsprecher drin und dann hier auf der anderen Seite gegenüber noch einer. Das erkennt ihr übrigens auch daran, dass es hier dann leicht so umwoben ist. Das sieht man von der Entfernung gar nicht. Und hier genauso einmal außenrum, damit die Kopfhörer natürlich hier nicht sich verrutschen. So schaut es dann aus, wenn man das anhat. So eine kleine Hipstermütze, könnte man fast schon sagen. Und dann entsprechend hier an der Seite steht Arkos drauf und Beanie Head oder Beanie Music Beanie leider nicht. Aber schaut gar nicht so hässlich aus, würde ich schon mal sagen. Und ich nehme es jetzt nochmal ab, damit wir ein bisschen euch beim Setup helfen können. Und zwar, wenn ihr das Ganze 3 Sekunden lang drückt, dann geht das Ganze einfach nur an. Wird anfangen blau zu blinken. Und zwar schaut es dann so aus. Wenn ihr das dann allerdings 5 Sekunden lang drückt, dann fängt es an, blau-rot zu blinken, also hin und her. Dann seid ihr im Modus, wo ihr euch paaren könnt, also wo ihr euch hiermit paaren könnt. Achtung, ja. Und ich glaube, ich bin jetzt auch schon verbunden, genau, mit meinem Note 4, denn da habe ich mich schon mal verbunden. Mit Plus und Minus könnt ihr Lauserleiter drehen, beziehungsweise nächsten Song gehen. Und wenn ich das Ganze jetzt einfach mal hier Play drücke, dann kommt ja auch schon die Musik raus. Ich gehe jetzt mal ein bisschen näher, dann hört man das hier vielleicht ein bisschen. Ganz leise, beziehungsweise ganz laut, wenn ich das anziehe. Und wie gesagt, also ich finde die Soundqualität völlig okay. Es hört sich irgendwie blechern oder so. Können natürlich ein bisschen mehr Bass haben, aber ich meine, was erwartet man von 30 Euro Produkt? Mit Mütze sogar. Also für 30 Euro finde ich das völlig okay und ihr habt, wie gesagt, auch die Möglichkeit davon 2 Stück zu gewinnen und ich finde die Beanies echt nicht schlecht. Hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Farben zur Auswahl und ich finde dafür, dass ich einen großen Kopf habe, sind die auch echt bequem. Also ich kann sie auch echt so runterziehen, wenn ihr sie so tragen wollt. Ist jetzt nicht unbedingt bequem, aber auch hinten wirklich gut genug, wenn man noch einen Schal oder so trägt. Und sie, auch wenn sie nicht genau auf den Ohren aufliegen, der Sound kommt auf jeden Fall sehr gut rein, beziehungsweise
Die Nachbarn werden den vielleicht auch mitkriegen, finde ich aber auch halb so wild, denn wie gesagt, dafür sind sie bequem. Also wenn ihr mal so oder so drauf liegen solltet, wird nicht groß passieren, wobei rechte Seite nicht ganz so bequem wie die linke ist. Also hier könnt ihr auf jeden Fall dann auch einfach, wobei ich weiß nicht, ob in der Schule das ganz legal ist, wenn ihr darüber dann irgendwie Anrufe oder so durchführt. Aber ich glaube, es ist schon relativ auffällig, dass hier ein MP3-Player drin ist, dank der Bedienfelder hier. Genau, wenn ihr das zugeschaut habt, das war das Music Beanie von Arkos. Viel Erfolg beim Gewinnen und wie gesagt, schaut einfach in den Link unten rein für weitere Details dazu oder einfach Amazon mal besuchen, denn der Preis ist nicht schlecht.